Hallo und willkommen zurück zu Lufia. Wir sind immer noch in der Ahnenhöhle und sind jetzt auf Ebene 43. Bald haben wir die Hälfte erreicht und sind schon echt gut dabei. Horridras. Okay, bei denen sollten wir vielleicht ein bisschen aufpassen. Neue Schlangen. Neue Gegner sind immer ein Risikofaktor. Vor allem wissen wir nicht, wie die sind. Geil, Maxim und Dicker haben leider momentan eine festgewachsene Rüstung. Okay. Das ist schlecht, das ist sehr, sehr schlecht. Okay, also der Wunderschlaf funktioniert anscheinend nicht immer. Abendkleid. Okay. Ja, aber wir brauchen die Verteidigung auf ihr. Das geht nicht anders. Okay, das hat reingehauen. Okay. Also Berserker haut bei den Blumen richtig rein. Über 600 Schaden, sogar über 700 Beinen. Also die haben definitiv eine Feuerschwäche. Aber wie lange das dauert, bis wir mal irgendwie ein heiliges Wasser kriegen, damit wir irgendwie mal was entfluten können. Das ist echt übel. Haben jetzt schon über 40 Ebenen und trotzdem haben wir noch kein heiliges Wasser gekriegt. Bomber. Autsch. Probieren wir nochmal den Wunderschlaf, ob der jetzt funktioniert oder ob das einfach so ein Well-Up. Ah. Das funktioniert überhaupt nicht. Ah, das ist ärgerlich. Muss ich doch lieber diesen kleinen Champion-Zauber, der nicht ganz so viel verbraucht. Und hab dafür dann eine gute Heilung und bin mir sicher, dass es auch heilt. Hab dich. Weil der andere Zauber bringt ja überhaupt nichts, dieser komische Wunderschlaf. Den haben wir jetzt ein paar Mal benutzt und das einzige, was war, ein schöner Effekt, aber das war... Keine Ahnung, ob wir da irgendwie dann erstmal pennen müssen oder so. Ich weiß es nicht. Boah, über 400.000 haben wir hier schon gemacht. Boah, die ganze Kohle, die wir hier kriegen, ist danach weg. Helfer. Wieder ein Zauber. DK hat schon fast 500 Lebensenergie.
Die einzige, wo das doch wirklich gefährlich ist, wenn so ein 100er Hieb kommt, dann ist wirklich bei Celan. Bei den anderen, die halten das mittlerweile aus. Aber ich glaube, wir kommen gerade wirklich so gut durch, dass wir es wahrscheinlich sogar schaffen werden. Ich glaube, bei denen benutze ich mal Berserk, weil die sehen irgendwie so aus, als würden die gut brennen. Die brennen sogar hervorragend. Naja. Und wieder eine Ebene geschafft. Und Ebene 44. Füllt jede Menge KP auf. Okay, wir haben dann noch einen Heilzauber. Ich würde sagen, nutzen wir einfach die ZP zum Zaubern. 574. Machen aber auch gar keinen Damage, die Jungs. Können wir auch so. Wieder 561. Geil ist aber, ich gerade momentan eine Leitrahmen hier. Heiltrank, einmal Wiederbelebung. Nehmen wir lieber einmal Champion, dann deswegen alles voll. Ja, wir sind nicht sonderlich schwach gegen Feuer. Aber nicht schlimm. Sollten auf jeden Fall jetzt ein bisschen sparsamer mit Zedans Magie umgehen. Also wir haben jetzt wirklich so Gegner, die relativ schnell dann tot sind, wenn wir die zaubern. Dann lohnt sich das ja. So, Zaubertrank füllt MP auf. Dann haben wir Zaubersaft für Komplettaufladung und Zaubersirup für eine Menge MP. Müssen noch mal ein bisschen aufpassen. Ja, eigentlich wäre die andere Rüstung für sie trotzdem noch besser, wegen hin und wieder mal den Heal. Ja, da gibt eine Menge Verteidigung runter, aber wir brauchen den Heal zwischendurch. Andernfalls gehen uns bald die MP aus. Naja, man muss Prioritäten setzen und momentan ist die Priorität einfach, dass wir uns voll heilen können. Ohne dass wir zu viel Zeug verbrauchen, vor allem wir haben fast nichts an Heilzeug und haben relativ wenig noch an Mana-Tränke. Wäre ein bisschen dumm, wenn wir die jetzt noch mal verbraten. Okay, das war eine kleine Ebene. Ebene 45. Einfaches Eisenschwert. Okay, Kristallstab hat er genommen.
Abendbrett hat er gemocht. Okay, den Rest behalten wir mal. Okay, hier wäre der Ausgang. Okay, das ist auf jeden Fall wieder eine sehr, sehr große Ebene. Ein Dreizack haben wir gefunden. Mal sehen, ob der stärker ist. So, schwächer ist die Megalanze. Und schwächer ist die Hellebarde. Okay. Kurz um. Unser Kapselmonster kriegt wieder was im Mampfen. Mit der Feuersäbel und dann Eisenschwert können wir dem auch fressen geben. Oh, warte mal kurz, welche Waffe habe ich zurzeit? Frostschwert, okay. Stimmt, wir haben eine Eiswaffe ausgerüstet und ansonsten noch eine Feuerwaffe zur Not. Noch ein Frostschwert gefunden, sehr schön. Vielleicht kriegen wir sogar mal die nächste Stufe zu Gesicht, weil die haben wir ja bis jetzt noch nicht gesehen. Ab 4,5 Stunden sind wir dann hier auch wieder raus, also zumindest erstmal für den nächsten Stopp. Ja, bei denen benutze ich zumindest einmal den Blutfall, weil... Seht ihr selber, der Schaden ist halt gut genug, dass es sich lohnt, die mal anzuschwächen. Ja, es ist Zeit, dass der Lan wieder heilt. Reicht noch nicht ganz. Okay. Das Ding ist gefährlich. Und gibt alleine 4000 XP. Sollte ich nicht unterschätzen. Sollte ich definitiv nicht unterschätzen. Jetzt finden wir stark. Einer von den Low-Zaubern. So tief unten. Und ein Krafttrank. Oh. Ja, wir müssen gucken, dass wir jetzt ganz schnell Damage machen. Weil die Gegner, das kenne ich, die sind richtig böse. Wir haben ja schon festgestellt, dass sie einen One-Hitten können. Das war jetzt gerade die Z-Fehlheit, aber... Wir können unsere Punkte nicht mehr ausgeben, wenn wir tot sind. Also, die war... schnell erledigen, bevor sie uns erledigen. Obersalbe. Wieder eine Waffe, die wir nicht rausnehmen können. Also. Wohl bekommst. Feuersäbel will er gerade. Na gut. Wollte zwar aufbewahren, aber das Problem ist, wenn der
danach verlangt hat, ist so ein enormer Schub. Das wäre blöd, das nicht zu machen. Außerdem wollen wir ja mal die nächste Stufe von Arbor sehen. Klar, im regulären Spiel werden wir sie da auch noch zu Gesicht kriegen, aber hier geht es dann halt schon mal was schneller. Breitschwert gefunden. Bin mal gespannt. Ist ja ganz weg schlechter. Okay. Das hat ihm nicht geschmeckt. Oh je, ein Ninja. Au. Okay, das ist kritisch. Na, Mist, ich hätte auch alle machen sollen stattdessen. Na, viel Zauberzeug kann man nicht mehr. Es wird lang und knapp. Gut, die Ebene wäre auch geschafft. Wieder ein Ziefer. U46. Oh oh. Eisengolems. Ja, vor denen habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Respekt. Springflut. Wir probieren es einfach mal. Ich weiß nicht, ob das so vom Gedanken her passt. Eisen und Wasser. Oh, okay, hat nicht gepasst. Okay, also DK und Geil machen gut Schaden. Selan leider nicht. Maxim leider auch nicht. Na gut, Eisen einfrieren. Au. Okay, wird Zeit wieder für Ego-Kraft. Ja, wir bleiben auf jeden Fall erstmal bei der Rüstung, bis wir eine andere gescheiter Heal-Rüstung haben. Oder bis die Jungs mal eine andere Rüstung anlegen können. Zaubertrank, sehr gut. Okay, also hier müssen wir lange echt aufpassen. Die Golems sind ziemlich stark. Ah, so ein billiges Eisenschwert. Dass man alles für Schrott auf den Ebenen kriegt. So tief unten kriegen dann noch so ein Scheiß. Aber Heiltrank können wir gebrauchen. Hier ist noch einzelne. Ja, von den Pflanzen habe ich auch ein bisschen Respekt. Genau deswegen. Unser DK, der nicht gerade wenig Energie hat, wurde jetzt gerade mal eben runtergerippt. Na gut, da hätte ich schon den besseren Zauber nehmen können für ihn. So, wir haben oben rechts und oben links hier was zur Tür. Ich würde sagen, wir fangen oben links an.
Krokatoris. Sieht böse aus. Okay, die Coin auf jeden Fall ohne Ende Verstärkung. Ja, das könnte auch böse sein. Oh, und machen relativ viel Schaden. Big Orgie. Ja. Okay, die stunnen auch. Das ist böse. Eieiei. Sagt die Uhr, bis Zeit haben wir noch. Eine Toga. Schon wieder so ein Schrott. Okay, das war nix. Oh, das ist auch eine kleine Ebene gewesen. Anscheinend. Okay, linke Seite ist jetzt abgegrast. Kopftropfen. Ah, das ist wieder so ein Eisengolem. Ah, scheiße, das war schlecht. Das war richtig schlecht. Mal sehen, ob das Wirkung zeigt. Zeigt überhaupt keine Wirkung. Leider. Na gut, Geil und Dicker regeln das schon. Gegner, muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich immer ein bisschen vorsichtiger. Vor allem, welche Gegner man nicht einordnen kann, wie stark die sind. Okay. Ego-Schrauber. Okay. Glücklicherweise haben wir deren Attacken nicht kennengelernt, weil ich weiß nämlich nicht, was da passiert wäre. Okay, alles gut gegangen. Wieder keine Heilung. Nächste Ebene. U47. Ach du Scheiße. Dreizack. Oh oh, da hinten kommt was Großes. Ich hoffe, dass wir nicht den Wasserspeer verbrauchen. Oh, shit. Ein fetter T-Rex.
Okay, das gefällt mir gar nicht. Der hat den Bomber überlebt. Wo haben wir Champion? Reich für Maxim. Ups. Okay. Ah, sehr gut. Nochmal gut gegangen. Wenn ich Gegner nicht kenne, habe ich so ein bisschen Bammel davor. Vor allem die waren jetzt wirklich nicht schwach. Wirklich nicht schwach. Wir haben einen echt dicken HP-Pool, vor allem der Rex. Aber das waren jetzt so, ich sag mal, so wahrscheinlich so Special-Gegner, die dann hin und wieder mal kommen. Die besprechen auch deutlich stärker als die normalen Mobs. Dann braucht man einen Krafttank. Okay, die ist auch nicht ganz voll damit. Okay. Der in Blau. Hexenprinz. Selan hat natürlich eine enorme Magie-Resistenz. Aber der Frostflug hat sogar ihr Schaden gemacht, sogar nicht gerade wenig. Okay, die halten auf jeden Fall viel aus. Sind sehr Magie-spammed. Gefällt mir nicht. Das heißt nämlich, dass die ganze Zeit alle Schaden kriegen. Sorry. Wirbeljuwel. Wieder ein neues Juwel. Verletzt alle Gegner. Okay. Abwehr geht hoch und Mut geht ein bisschen runter, aber die Bewegung geht hoch. Okay, das Wirbeljuwel ist was für sie. Definitiv. Maßanzug, davon hat man jetzt schon mehrere. Die Dinger bringen gar nichts. Ups. Okay, der ist alleine. Um die Katze schwächer ist. Jo, richtig so, Fumi. Gib den doch eine Kopfnuss. Okay. Ebene geschafft. 48. Wir nähern uns langsam der Hälfte. Ah, der sieht böse aus. Oh shit. Der sieht richtig böse aus.
Okay. Dann geht's ja noch. Das waren mal wieder Gegner vom Typ mehr Schein als sein. Das war ein gutes Timing bei Arvo. Ja, Solan sollte mal wieder heilen. Ja, die Engelsflüge sind momentan echt die beste Rüstung für uns. Das zwischendurch heilen ist mega gut. Vor allem da der Heal immer stärker wird mit Solan. Macht das eine Menge Sinn. Oh, momentan muss ich sagen, es ist relativ ausgeglichen, was die Gegner und uns angeht. Also, die kriegen relativ gut auf die Backen, die Gegner aber auch. Wir haben nur mit ein oder zwei in der Gruppe, die Schaden austeilen. Zeit haben wir noch. Mal sehen, wie der Berserker bei denen reinhaut. Ein Erdjuwel. Okay. Geht die Abwehr runter, aber dann verliere ich meinen starken Zauber. Nö, machen wir nicht. Da klopft mich ja schon ein Gegner von unten an. Gucken wir also erstmal hier. Eine Hellebarde. Haben wir zurzeit ausgerüstet. Aber mich wundert, dass wir keine Helme finden. Ich würde sagen, verfüttern wir einfach mal. Flutjubil ist ja auch eines von den Sachen, die wir bekommen haben. Hat ihm nicht mal geschmeckt. Okay. Auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein mit den Items, dass wir die nicht verschwenden. Okay, also da wäre die Stelle, die wir von der anderen Seite gesehen haben. Duplex-Klinge, okay. Wieder eine neue Waffe. Ein ziemlich heftiges Messer. Nicht heftig genug. Futter für unseren Arbor. Okay. Es hilft ja nichts. Das ist die einzige Methode, wie wir vorankommen, wenn wir unseren Arbor auch noch ein bisschen pushen. Weil je stärker er ist, desto besser kann er uns supporten. Ja, Sedan hat leider kein ZP. Das heißt, wir müssen vielleicht leider mal heilen, wie es vorgesehen ist. Maxim hingegen kriegt ordentlich auf die Backen drauf. Passt.
Ja, MP ist natürlich bei uns ist mega knapp. MP vollständig auf, führt eine Menge MP auf. Okay, gut, das sollte erstmal wieder eine ganze Weile reichen. Da haben wir jetzt noch einen Schädel, der rumportet. Gucken wir mal, wo wir hier landen. Das ist auch wieder ein langer Gang. Ah, das ist schlecht. Oh, oh. Ich würde mal behaupten, der Sensenmann ist der gefährlichste von denen. Den sollten wir uns zuerst kümmern. Aber das sieht mir nach einem Gegner aus, der einen One-Hit raushaut. Gut, die Schädel sind auch nervig. Halt ich mal selber. Hier weiß ich noch genug. Okay. Ist ja nervig. Na gut. Bevor unser Dicker den falschen haut, ist er glücklicherweise der Gegner down gegangen. Okay, in dem Raum müssen wir auf jeden Fall weitermachen, aber da ist noch eine Menge an gefährlichen Gegnern. Oh, das ist derselbe Raum. Ups. Hehehe. Hoppala. Die ZP von DK behalten wir mal lieber. Weil wir brauchen auf jeden Fall zwischendurch mal einen mega starken Angriff auf alle. Und ein Krafttrank. Damit ist uns auf jeden Fall geholfen. Kein Heiler. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal wieder einen Cut. Ist zwar nicht ganz halb, aber ist ja nicht so schlimm. Die nächste Ebene schaffen wir nicht in 4 Minuten. Dann würde ich sagen, wieder danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Lufia.